Mit Hallihallo, Hallöchen zu einem neuen Video. Ja, heute mal nicht an dem Computer, sondern es ist ein Unboxing. Und zwar war ich heute im Mediamarkt und ja, ich habe mir einfach mal ein neues Headset gekauft und zwar das das Logitech G430 Surround Sound Gaming Headset. Ja, ihr seht es ja hier schon. Ich filme gerade mit meinem Handy, ich hoffe mal, es wird nicht allzu verwackelt. Und ja, schauen wir uns erstmal die Verpackung an. Also vorne ist auf der rechten Seite ist das so schön transparent, da sieht man schon mal die Kopfhörer und das Mikro. Oh, das Licht blinkelt, okay. Seite ist nochmal eine, hier rum, oh, es geht eigentlich nicht schwer. Hallo, ist meine Hand. Hier nochmal die Produktbeschreibung. Und ein paar kleinere Informationen. Ist das so scharf? Nein, kein Foto mehr. Scharf stellen. Jedenfalls steht da, das sind halt 4 cm Lautsprechertreiber. Frequenzbereich 20 Hertz bis 20 kHz, 32 Ohm Impedanz, für diejenigen, die das interessiert. Die Empfindlichkeit sind 90 Dezibel. Das ist ein Mikrofon mit Richtcharakteristik, nierenförmig. Es ist ein Kondensatormikrofon, Frequenzbereich 50 Hertz bis 20 kHz. Surround Sound erfordert die Installation der Logitech Gaming Software. Erhältlich unter logitech.com/downloads. Okay. Für Windows 8, Windows 7 oder Windows Vista USB-Port. 7.1 Surround Sound Software Installation Required. Okay. Ja, was haben wir hier noch? Hier ist nochmal einige Informationen. Hier ist ein QR-Code. Ich habe schon mal versucht, den zu scannen. Aber da komme ich auf leider auf eine Seite, die ist nicht mehr verfügbar. Sonst hätte ich das gar nicht gezeigt. Hier steht noch in Deutsch. Bequeme Lautstärkeregelung und Stimmschaltung direkt am Kabel. Abnehmbarer Adapter für digitalen Sound über USB. Okay. Flach anliegend um 90 Grad drehbare Ohrpolster. Klingt doch schon mal nice. Ich habe bestimmt mindestens 20 Minuten vor dem Regal gestanden und ich konnte mich absolut nicht entscheiden. Stundenlang spielen, ohne Ermüdung, dank leichtem Design. Hochleistungs-Sport-Ohrpolster, die zur Reinigung abgenommen werden können. Hochwertiger Dolby 7.1 Surround Sound. Dolby Engtrank ist Markenzeichen. Einklappbares Mikrofon mit Rauschunterdrückung. Inhalt, Headset, USB-Adapter, Bedienungsanleitung, 3 Jahre Herstellergarantie und eine technische Hotline. So, wie mache ich das jetzt am leichtesten auf? Also hier ist schon mal hier, ich habe nämlich mal Heizmesser bereitgelegt, getan. Also wie mache ich das jetzt? So. Gucken. Na. Oh, wenn man scharf ist, was er genommen hätte. Ja, das. Wahnsinn. So, okay. Seite 1 ist auf, dann haben wir noch Nummer 2. So. Super. Noch irgendwo Klebeband hier ist offen. Okay. Dann packen wir das mal aus. Hier ist eine kleine Lasche, die ist irgendwie typisch mittlerweile. Da ist mein Tablet, ja, das spendet ein bisschen Licht und ja. Rest kommt später. Na, ich krieg das scheiß Ding nicht auf. Ich bin zu doof dazu, ich krieg das Ding nicht auf. Du bist noch an der linken Hand. Ich bin eigentlich Rechtshänder, das müsste so funktionieren. Aber was nicht passt, wird mit dem Messer passend gemacht. Jetzt haben wir das hier auf. Und hier geht ein Fach auf. Fächlein auf, das haben wir ja vorher mit Hilfe des Messers aufgemacht. Boah, das ist einhändig echt scheiße. Ich habe noch nie ein Unboxing-Video gemacht. Ach, hier ist noch Klebeband. Gut, das haben wir noch nicht aufgemacht. So. 1. Und die 2. Ich hoffe mal, die Kameraqualität ist nicht allzu schlecht von meinem Handy. Das Handy ist ein Nexus 4. Hat eigentlich eine scheiß Kamera. Und da packen wir mal aus. Wir packen es mal aus. So, Pappkarton, schöner Karton, hebe ich auf bestimmt. Kommt aber erstmal weg. So, was haben wir jetzt hier? Ist ein schönes Blau, finde ich. Gefällt mir echt. Ja, Hundehaare, tut mir leid. Ich muss mal wieder Stopp saugen. Geht das jetzt auf oder muss ich hier nochmal auf Klebeband entfernen? Das müsste eigentlich, soweit ich sehe, aufgehen. Ach, das sind nochmal diese Druckknöpfe hier. Da sieht man hier, das ist noch so eine Erhebung. Geh auf. Ganz schön. Da haben wir es doch schon. Ganz schön. So, haben wir jetzt hier erstmal den ganzen theoretischen Kram. Bedienungsanleitung, vor allem, das ist echt ein dickes Heft. Garantie, okay, brauchen wir nicht. Das Kabel ist schon mal vom Weg, das finde ich sehr gut, das ist nicht mit Gummi ummantelt, sondern das ist Stoff. Warte. Sieht man theoretisch, ja. Das ist ein schönes Stoffkabel, blau.
Und was mich eigentlich stört, dafür, dass es eigentlich ein echtes 7.1 Surround sein müsste, sind es nur zwei Kabel. Eins für den Ton und eins für das Mikro. Wenn es echtes Surround wäre, müssten es ja mindestens drei Kabel sein. Das hier ist ein Standard-USB-Adapter. Hier kommen die Anschlüsse dran. Moment, pack ich das mal aus. So. Da ist Zeichen für Mikrofon und Headset. Und da sind die beiden Klinkenanschlüsse, kann ich an USB anstecken. Das werde ich bestimmt später auch mal probieren. Ich habe die jetzt das erste Mal in der Hand, die lagen leider nicht aus. Und hier müssen wir erstmal noch ein Draht entfernen. Leute. Noch mehr Verpackung gehen echt nicht. Boah, ich bin hier eigentlich auch so ein Organisationstalent. So. Also Unboxing ist meine lieben Kinder, müssen auch geübt sein. Au. Okay. Sind jetzt immer 6 Minuten, haben wir schon fertig. Oh, hier ist noch ein Kabel, ich raste aus. So, hier rum ist das gewickelt. Okay, rechts rum. Ich weiß, das sieht man jetzt nicht so unglaublich viel. Hä? Hä? Wo geht das hier jetzt? Achso, ich habe noch eine halbe Umdrehung. Zu wenig. So, da ist auf. Ups, und da fällt es uns schon entgegen. Das ist Müll. Der kommt weg, eindeutig. Okay, es ist ja sehr leicht. Durch diese 90 Grad drehbaren Ohrmuscheln ist es halt leicht zu transportieren, denke ich mir. Hier haben wir die Einstellung für die Lautstärke. Laut, leiser. Und hier können wir das Mikrofon muten. Soweit, so gut. Das Kabel ist nur an einer Seite, das gefällt mir auch. Und wie gesagt, ist auch relativ stabil. Die Ohrmuscheln, da sieht man den 4 cm Treiber hier. Von da bis da. Aber es scheint doch echter Surround zu sein, weil hier oben sind auch nochmal Lautsprecher. Da oben, in welcher nicht nur jetzt so Großteil von mir. Das werde ich dann einfach mal testen, wie es klingt. Jetzt bin ich natürlich dasselbe. Und hier ist das Mikrofon mit. Mikrofon mit einer Nierencharakteristik. Das werde ich auch mal testen. Ich werde euch nochmal in 2, 3 Tagen noch ein zweites Video zeigen mit einer kleinen Auswertung. Also ich teste das jetzt erstmal 2, 3 Tage. Eine Auswertung über das Mikro und so. Vielleicht werde ich das Video dann mit dem Mikro direkt aufnehmen, wenn ich jetzt selbst mit dem hier. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr ein Like da lassen. Hier ist noch Schutzfolie. Warum immer hier gerade eine andere Schutzfolie ist, das kommt gleich mal ab. Hier steht ein schönes GK für das G430. Und hier oben auch nicht zu vergessen, auch nochmal richtig schön das Watch. Wahnsinn. Damit ich es lange tragen kann. Genauso wie hier. Was wir machen könnten. Überlege ich mal, was wir machen. Ich zeige euch mal kurz hier drauf. So, hoppla, ich gucke mal nicht schnell das Tablet. Das ist ein Samsung Galaxy Tab. Nichts Besonderes, also so ein Sperren hier. Und da. Guck mal, wunderbar. He? Aus. Dann gehen wir mal auf Amazon. Das ist schon die App installiert. Natürlich nicht. Okay, also gehen wir mal in Browser bitte. Können wir auch schön. So, da, die Mail brauchen wir nicht. Amazon. Amazon. Ich zeige euch einfach mal den Link. Den Link zum Kaufen tue ich euch einfach mal in die Videobeschreibung. Vielleicht gefällt es euch ja so gut. So, jetzt kann ich nochmal eingeben. Da rein. Logitech G430. Super. Finde ich auch gut. Amazon kostet das 80 Euro. Bei Amazon, also für Medienmarkt kostet 80 Euro, hier kostet es nur 69,95. Das heißt 10 Euro günstiger. Und die waren so bei Medienmarkt so nett und haben für diesen Preis aufgegeben. Also das finde ich echt super. Kostenlose Lieferung. Seht ihr halt nochmal das wunderschöne Teil. Wunderschön, was kann man hier auch Bundle kaufen. Und die G400 und Maus, ne, brauchen wir nicht. Werbung, Bewertung. Zocker Sound. Hochwertige 7.1, okay, authentisch kann man 60 Grad klang. Dann hier auf Schuss, bla, 7.1 haben wir schon mal für 40 mm Neodym. Lautstärke halt immer am Kabel, leichtes Design. Digitaler USB, Full Speed USB Anschluss. Mit dem digitalen Verzögerungsfreien Klang können Sie alles klar und nicht hören und nach noch besser spielen.
Im USB-Anschluss bleibt Fuchsohr Soundcard frei für Lautsprecher und andere Audiogeräte. Das werde ich mal probieren, damit ich meinen Lautsprecher angeschlossen lassen kann. Recht charakterisiert nierenförmig, ja, das hatte ich ja schon vorgelesen. Und es ist hier, okay. Also hier gucke, ich habe da mal eine Übersicht. Ja, ich muss jetzt mir aber das bequemer hinsetzen, hinlegen, wie auch immer hinknien. Gut. Besser, am besten gut, das ist noch gutes. Aber für den Preis, ja, kommt später mal noch ein besseres, denke ich mir mal. Das ist also hier, seht ihr, echter 7.1 Sound. Rausch unterdrücken das Mikro. Außer keine Stummschalter-LED, das zeigt mir nicht an, ob es aus ist. Kopfbügel, ja, aufhören. Programmierbare G-Tasten sind es leider nicht, also um Musik zum Beispiel lauter oder leiser zu stellen oder den Chat an und aus. Und hier seht ihr, es hat 4 von 5 Sternen. Hilfreichste Charakteristik habt ihr immer, Rezession meine ich. Rezession. Sofort erkannt, und jetzt hier jetzt eigentlich Soundcard erkannt, okay. Klingt gut, gefällt mir. Kleine Macken, ich hab nicht mehr. Treiber, okay. Treiber gefallen ist. Aber das kann man alles aktuell nicht machen. So, auf jeden Fall. Bewertung hat es. Ihr seht, es ist gut. Mal sehen. Ich steck's jetzt mal an den Computer, mal sehen, wie es aussieht. Mir gefällt es bisher, vom Optischen auf jeden Fall. Hochwertig ist es. Ja, es ist leicht, auf jeden Fall. Die Kabel sind aus Stoff, das gefällt mir auch sehr gut. Und ja, wenn euch das gefallen hat, ich hoffe, es war nicht allzu verwackelt. Ich mache mal ein paar optische Effekte. So. Und tata, habt ihr nicht gesehen. Und ja, ich sag einfach mal, ich verabschiede mich. Mein Name ist Mr. Tim Bourbon. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Haut rein, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Video.